dir zu folgen. Normalerweise reicht so eine Buschratte einer Schlange 2 bis 3 Wochen. Aber in dieser Jahreszeit könnte es die letzte Mahlzeit für 6 Monate sein. Wenn im Herbst die Nächte kälter werden, bereiten sich die Klapperschlangen auf ihre Winterruhe vor. Wenn die Schlangen sich bereits unter die Erde zurückgezogen haben, stehen meine Chancen, welche zu finden, schlecht. Ich brauche eine, die mich zu einer Höhle führt. Irgendwo in dieser Weite beginnen sich die Klapperschlangen zu sammeln. Ein Ereignis, das ich mir nicht entgehen lassen will. Hier ist eindeutig Schlangenland. Mit meiner Schlangenzange im Holster mache ich mich auf die Suche. Die Wüste ist von ausgetrockneten Flussläufen durchzogen. Sie bieten guten Schutz und die Hitze staut sich in ihnen. Ein perfekter Ort für wärmeliebende Reptilien. Und weil Schlangen in dem feinen Staub Spuren zurücklassen, kann ich sie hier ein bisschen leichter aufspüren. Sie ist gerade hervorgekrochen. Sehen Sie sich diese Farben an. Eine Königsnatter. So eine habe ich noch nie gesehen. In Amerika gibt es eine Menge verschieden gefärbter Königsnattern. Die hier ist erst halb ausgewachsen. Interessant ist, dass sie Klapperschlangen verspeisen. Sie kann eine Klapperschlange fressen, die fast so lang ist wie sie selbst. Und sie schafft das, weil sie weitgehend resistent gegen das Gift ist. Wenn die Klapperschlange sie beißt und genug Gift injiziert, um mich, um einen Menschen zu töten, dann macht ihr das nichts aus. Gefährlich wird's nur, wenn sie in den Kopf oder ins Herz gebissen wird, also direkt in ein wichtiges Organ. Sie ist eine Würgeschlange. Sie packt die Klapperschlange, schlingt sich um sie und drückt zu. Manchmal tötet sie ihr Opfer gar nicht auf diese Weise, sondern beginnt es einfach mit dem Kopf voran zu verschlingen. Unglaublich. Wie die Königsnattern dem Gift der Klapperschlangen widerstehen, weiß man nicht genau. Aber sie können es. Und das macht sie, obwohl selbst völlig ungiftig, zu gefürchteten Raubtieren. Klapperschlangen wissen schon als Babys instinktiv, dass der Geruch der Königsnatter Unheil bedeutet. Diese junge Texas-Klapperschlange könnte mit ihrem Biss problemlos einen Menschen töten. Aber wenn ihre einzige Waffe wirkungslos ist, bleibt ihr nur die Flucht. Die Öffnung ist zu eng, als dass sich die Königsnatter hindurchquetschen könnte. Irgendwann gibt sie auf. Die Königsnattern zeigen mir, dass ich genau in der richtigen Gegend bin. Doch dann scheint mich das Glück zu verlassen. Das Wetter schlägt um. Eine heraufziehende Kaltfront bringt schwere Gewitter mit sich. Hier werde ich in den nächsten Tagen überhaupt keine Schlangen finden.
In kurzer Zeit füllen die Fluten die gerade noch staubtrockenen Flussläufe. Was nicht mitgerissen wird, verkriecht sich in den hintersten Winkel. Aber meine Suche nach der größten und gefährlichsten Klapperschlange des Wilden Westens wird weitergehen. Klapperschlangen sind eine recht junge Errungenschaft der Evolution. Es gibt sie erst seit etwa 5 Millionen Jahren. Hier im Petroglyph-Nationalpark in New Mexico kann man bewundern, wie wichtig sie dem Volk der Anasazi waren, den Vorfahren der modernen Pueblo-Indianer. Auf zahlreichen Darstellungen der Anasazi ist die Rassel am Schwanz der Schlange genau zu sehen. Klapperschlangen haben also eine lange Geschichte in dieser Gegend. Aber leider sind sie heute nur noch schwer zu finden. Der Mensch hat viele von ihnen getötet, aus Angst oder aus Unwissenheit. Und ich bin hinter der gefürchtetsten von allen her, der gewaltigen Texas-Klapperschlange. Die Gewitter haben mich gezwungen, eine Pause einzulegen, aber jetzt mache ich mich wieder auf die Suche. Das hier ist ziemlich riskant, denn das Tier dort ist ganz schön giftig. Ich hoffe, das war eine Kralle in meinem Finger und kein Zahn. Sie hat kräftige Krallen und gräbt tiefer, aber ich hab sie. Sehen Sie die Farben? Wissen Sie, was das ist? Eine der beiden einzigen giftigen Echsen auf der Welt. Eine Gila-Krustenechse. Sie hat eine sehr ähnliche Cousine weiter südlich in Mexiko, die Skorpion-Krustenechse. Aber die hier ist hübscher. Sie schnappt zu wie ein Krokodil und das Schlimmste, sie lässt nicht mehr los. Dafür sind Gila-Krustenechsen berüchtigt. Sehen Sie diese unglaublichen Muskeln am Unterkiefer? Und dort haben sie auch eine ganze Reihe Giftzähne. Wenn sie sauer sind, sollte man nichts riskieren, denn sie beißen zu wie eine Bulldogge und lassen nicht mehr los. Ich habe gehört, dass Leute mit Schraubenziehern versucht haben, die Kiefer aufzustemmen. Vergeblich. Wirklich gefährlich ist sie wegen ihres Giftapparats. Je länger sie an einem hängt, desto mehr Gift pumpt sie in einen rein. Der große Unterschied zwischen diesen Tieren und allen anderen giftigen Reptilien: Schlangen haben ihren Giftapparat im Oberkiefer mit zwei Giftzähnen. Bei Krustenechsen dagegen sitzen die Giftzähne im Unterkiefer und es sind auch nicht zwei, sondern ungefähr ein halbes Dutzend. Sie haben Furchen, durch die das Gift in die Wunde gelangt. Etwas, das kaum jemand weiß: Gila-Krustenechsen sind kitzlig. Schauen Sie sich Ihren Bauch an, Ihre Beine. Ich hasse das Aufhören, sagt sie. Ich halte es nicht mehr aus. Sehen Sie Ihre Zunge, sie sagt. Das ist gar nicht schön, bitte aufhören. Und die Beine, ist die kitzlig. Aber ich höre schon auf und lasse sie wieder runter. Sehen Sie, jetzt wird sie sauer. Will sich nicht mehr ärgern lassen. Oh Mann. Get your finger in there. Wenn Sie da den Finger reinkriegen, haben Sie die Bescherung. Unglaublich schmerzhaft. Aber eigentlich ist sie sehr gutmütig dafür, wie ich mit ihr umgehe. Wenn ein Kojote auf Sie losgeht und Sie beißt ihn in die Nase, was glauben Sie, wie schnell der loslässt? Man muss vorsichtig sein. Manche Leute heben sie am Schwanz hoch, aber so kann sie einen kriegen. Sicher packt man sie nur hinter dem Kopf. Okay. Ich bin mal von einer gebissen worden, vor 100 Jahren, als ich noch für Fox gearbeitet habe. Sie hielt mich gepackt und pumpte weiter Gift. Es tat sofort höllisch weh. Und schon nach einer halben Stunde war mein ganzer Arm dick geschwollen. Und es gibt kein Antiserum. Man kann sich allgemein behandeln lassen, aber das Gift nicht neutralisieren. Man muss es durchstehen. Diese Echsen haben zwar Giftzähne, um kleine Säugetiere zu erbeuten, aber sie sind verrückt nach Eiern. Ich habe noch eins übrig, das ich ihr gern geben würde. Ich lege das Ei auf den Boden. Ich will sehen, ob sie darauf anspringt. Ist zwar unwahrscheinlich, es passt ihr gar nicht, dass ich sie gepackt halte, aber ich versuche mal, ob sie interessiert ist.